gerade. Sagen wir so, der Schuss war da, hat nur Spielgerät gefehlt. Oh, Roloff mit dem Scheibenklau. Aber gut, und jetzt halt mit Gips mit einem Alleingang. Gibson vor Langmann. Und er macht sein erstes Tor für die Steelers. Ja, Greg Gibson schnappt sich die Scheibe, fährt vor Langmann zu, im Prinzip in Penalty-Manier. Und wie du es gesagt hast, sein erster Treffer als Bietigheim-Steeler. Die Führung in der 7. Spielminute. Und man kann sagen, so die zweite richtig dicke Chance in diesem Spiel. 50% Ausbeute. Schöner Pass hier von Caciola. Jetzt geht's in die andere Richtung. Ja, Adriano Caciola setzt sich durch gegen Promosberger. Allein von Martinovic. Nachschusstor. Mathieu Toussignon nutzt den Abpraller aus und trifft zum Ausgleich. Ja, in der 28. Minute nicht ganz unverdient zum 1:1, obwohl die Steelers jetzt im zweiten Drittel ein bisschen mehr vom Spiel hatten. Ja, die Steelers hatten eigentlich gute Chancen im 5 gegen 5 jetzt in diesem Drittel. Jetzt steht es 1:1, das Spiel ist offen und fast die Hälfte vom Spiel ist jetzt schon rum. Er geht jetzt richtig auf und ab hier, ohne richtig große Torchancen nach dem Überzahl, aber jetzt Brian Roloff vielleicht. Aber hier, Strafe jetzt. Und er gibt einen Penalty. Stockschlag, Matt McKnight, sonst wäre Roloff durch und wir sehen. Aus Sicht des Trainers, aus Sicht von Toni Grinner wäre ich jetzt glücklich über den Penalty, weil das Powerplay eh nicht so gut funktioniert und der technisch starke Spieler Brian Roloff jetzt seine Chance im Alleingang bekommt. Genau, gegen Silo Martinovic. Es gibt Penalty gegen unsere Nummer 23, gegen Silo! Ja, die große Chance auf die Führung für die Tower Stars, Brian Roloff gegen Silo Martinovic. Roloff fährt langsam an, mischt gut und verzieht. Ja, da hat ja, Martinovic nicht viel machen müssen. Das stimmt, er verzieht den Schuss deutlich. Ja, und ja, Brian Roloff hat in dieser Saison so ein bisschen die Kacke an der Kelle. Ja, ich habe es gelesen, seine Statistik ist jetzt nicht so herausragend wie die letzten Jahre. Matt McKnight, Sommerfeld, Platz und Zeit, Querpass, Scheibe frei. Aber die Tower Stars schmeißen sich in jede Scheibe. Sehr gute Arbeit hier. 10 Sekunden, just nochmal, verzieht. Die letzten Sekunden hier vielleicht noch Schuss, Nachschuss. Matt McKnight. Guter Schuss, aber Langmann pariert. Ja, und wir sehen eine Overtime. 1:1 nach 60 Minuten. Müssen sie sich aber ranhalten. 10 Sekunden, Adriano Caciola. Ja. Mit dem Kopf durch die Wand. Ja, aber selbst wenn es da 2:1. Ja, und wir sehen Penalty schießen im Ellental. Das zweite in Folge zwischen diesen beiden Mannschaften. Ich glaube, das erste Penalty schießen hat Sommerfeld entschieden. Ganz genau. Ja, keiner will so recht anfangen. Die Steelers müssen und wie du es gesagt hast, Greg Gibson. Unsere Nummer 52, Greg! Ein Treffer heute schon erzielt. Schauen wir mal, was er sich einfallen lässt gegen Jonas Langmann. Gibson, ja, gut gemacht hier von Jonas Langmann. Es bleibt beim 1:1. Und auch mein zweiter Tipp ist richtig mit Norman Hauner als Schützen. Gegen Senisa Martinovic. Die Nummer 30, Norman Hauner gegen unsere 23, Silo! Hauner läuft an, verzögert. Boah, starker Move, aber knapp am Kasten vorbei. Sehr schöner Move von Hauner, legt in die Scheibe zwischen die Beine, für aber auch am Tor vorbei. Unsere Nummer 39, Matt! Ja, der Goldhelm der Steelers gegen den Weißhelm der Tower Stars. Matt McKnight läuft an. Tor. Und er trifft! Trocken. Ich glaube, durchs Five-Hole. Gewartet, bis sich Langmann bewegt. Nachgemacht von Greg Gibson. Wie er den Alleingang im Spiel getroffen hat, so macht es. Ja, und Druck auf Mathieu Toussignon. Gegen unsere 23 Silo! Toussignon
Schneller Antritt, schöne Bewegung. Aber Martinovic bleibt zum zweiten Mal, oder besser gesagt zum dritten Mal heute schon im 1 gegen 1 Sieger. Ja, und Robin Just kann es entscheiden. Ja, Sieg Steelers oder noch einmal eine Chance für die Tower Stars. Just kommt über außen. Ja, trocken ins oder unters Dach. Robin Just entscheidet die Partie. Endstand nach Penaltyschießen zwischen den Steelers und den Ravensburg Tower Stars nach 65 sehr, sehr spannenden Minuten. 2:1.